Ich habe ein Bild mitgebracht von meinen drei Kindern. 10, 6 oder noch 6 muss ich fairerweise gestehen, sonst nimmt sie mir das übel, weil sie nämlich bald 7 wird. Und die Kleine ist 4, Timo, Mara und Sophia. Und diese drei Kinder sind wunderbar. Wir lieben sie heiß und innig. Der Große, der Timo, der hatte gerade eben Geburtstag und wir haben ihm ein besonderes Geschenk gemacht. Wir haben ihm ein Meerschweinchen gekauft. Soweit, so gut, ne? Das Spannende war, er durfte sich dieses Meerschweinchen aussuchen, aus einer Herde frisch geborener kleiner Meerschweinchen. Und es war faszinierend zu sehen, wie diese Meerschweinchen durch diesen Stall flitzten. Die haben nämlich eine Fluchttendenz. Immer wenn irgendjemand kommt, jagen die, und zwar im Schweinsgalopp, im wahrsten Sinne des Wortes, einmal durch diesen Käfig am Rand entlang hintereinander. Immer wenn sie irgendeinen Riesen sehen. Und es ist echt schwierig, die einzufangen. Hat jemand zufällig hier auch Meerschweinchen? Wir können nachher eine Selbsthilfegruppe gründen. Weil das nämlich wirklich nicht so ganz einfach ist. Meerschweinchen haben eine Fluchttendenz, die ist echt schwierig zu unterbinden. Die haben eine Flucht, ein Fluchtreflex vor Riesen. Und so ein Fluchtreflex, den kennen wir aus der Tierwelt. Da gibt es Tiere, die sich auf einmal totstellen, wenn irgendwas Gefährliches, Großes auf sie zukommt. Die fallen um und stellen sich, als wenn sie nur noch ein Kadaver wären. Dann gibt es Tiere, die quasi den Kopf einziehen, den Kopf in den Sand stecken. Und dann gibt es Tiere, die einen furchtbar ängstlich ankläffen. Und wenn man auf sie zugeht, laufen sie weg. Mal ganz ehrlich, ist es nicht ähnlich wie bei uns? Als ich diese Meerschweinchen sah, da habe ich gedacht, das ist doch ein bisschen ähnlich. Ähnlich wie bei uns, dass wir manchmal so Riesen in unserem Leben erleben und merken, wir benehmen uns wie die Tiere. Wir stellen uns tot und fallen auf den Rücken. Wir stecken den Kopf in den Sand und tun so, naja, alles wird schon durchgehen, das wird schon kein Problem geben. Wir kläffen herum, wie diese kleine Dackel, die man unterwegs beim Joggen sieht, die einen dann ankläffen wie wild. Und wenn man auf sie zugeht, dann verstecken sie sich hinterm Härchen, knurren aber weiter. Ich selber kenne das auch bei mir. Wie reagiere ich auf Riesen in meinem Leben? Ich hatte einmal einen erlebt. In einer Vorlesung hatten wir einen Dozenten, der uns aufgetragen hat, einen Kurzimpuls vorzubereiten in unserem ganzen Jahrgang. Jeder musste einen kurzen Impuls halten und dann wurde er auseinandergenommen von vorne bis hinten. Und zwar auf eine Art und Weise, die ich ganz mies fand. Und meine Reaktion war trotzig positiv. Ich habe an jedem Beitrag, sei er noch so schlecht, habe ich etwas Positives noch sagen können. Und irgendwann lachten meine Mitstudenten über mich. Meine Tendenz bei diesem Riesen war, ich habe was Positives gefunden. Und du machst mir das nicht mies. Jetzt, wie ist es bei dir? Ziehst du den Kopf ein und sagst, ey, mit Riesen, da ist nichts zu spaßen, damit will ich nichts zu tun haben? Kläffst du die Leute lieber an, dass du sagst, oh, das kann doch nicht sein, wo sind die Verantwortungsträger hier, wir müssen doch endlich mal was tun? Oder bist du eher so derjenige, der sich in die Meerschweinherde hineinbegibt und schön am Rand entlang ganz schnell die Fluchttendenz hat? Und was kann uns das Wort Gottes dazu sagen? Was sagt uns das Wort Gottes zu Riesen in unserer Gesellschaft? Denn die gibt es ja. Corona ist allgegenwärtig. Corona zeigt uns, wie wenig machtvoll wir eigentlich sind, wie todverfallen wir sind, wie wenig wir in der Hand haben und wie unberechenbar das Leben ist. Und dann stehen wir da.
Und wie reagieren wir mit diesem Riesen? Wie ist es mit dem Gespräch, was du führst mit deinem Chef, wo es um die Leistungsbewertung geht und man mit einem mulmigen Gefühl dort hineingeht, weil man weiß, der cholerische Chef, der wird mir schon den Kopf abreißen, aber garantiert. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn ich wieder diese Nachbarin treffe, die Tratschtante von nebenan, die nächste Tür wohnt, die alles mitbekommt, sogar die schlechte Erziehung, die ich meinen Kindern angedeihen lasse? Wo ich dann stehe und mich frage, wie bitte reagiere ich das nächste Mal, wenn ich die treffe? Kläffe ich sie an, stecke den Kopf in den Sand und singe ein Lied? Wie ist das mit den Konflikten in der Ehe, wo man abends eigentlich nicht nach Hause kommen möchte, sondern gerne länger arbeitet, weil man es ja muss, aber eigentlich die Probleme nicht ansprechen will, weil man sie nicht sagen kann? Das sind doch alles Riesen in unserem Leben. Und was sagt die Bibel dazu? Nun, ich habe eine bekannte Geschichte herausgenommen, die ich gerne in Auszügen gerne euch mit euch anschauen möchte. Eine Geschichte, die im Kindergottesdienst immer ein Megabringer ist. Und selbst meine Kinder lieben diese Geschichte, weil man sie wunderbar erzählen kann. Nämlich David und Goliath. David und Goliath. Da geht es aber nicht nur um klein gegen groß. Es geht um mehr und das würde ich gerne mit euch anschauen. Ich lese den Text aus 1. Samuel 17. Die Philister zogen ihre Streitmacht bei Socho im Gebiet des Stammes Juda zusammen. In Ephes-Damim zwischen Socho und Azekah hatten sie ihr Lager. Saul bot alle wehrfähigen Männer Israels auf und ließ sie im Eichental das Lager beziehen. Als die Israeliten zum Kampf antraten, stellten sie sich am Abhang des Tales auf. Am gegenüberliegenden Abhang standen die Philister, dazwischen lag die Talsohle. Da trat aus der Reihen der Philister ein einzelner Krieger hervor. Er hieß Goliath und er stammte aus Gath. Er war über 3 Meter groß und er trug einen Helm, einen Schuppenpanzer und Beinschienen, alles aus Bronze. Der Panzer allein wog mehr als ein Zentner. Er hatte ein bronzenes Krummschwert geschultert. Der Schaft seines Spießes war so dick wie ein Weberbaum und die eiserne Spitze wog fast 14 Pfund. Ein Soldat trug sein großes Schild vor ihm her. Der Mann trat vor die Reihen der Philister und rief zu den Israeliten: Warum stellt ihr euch zur Schlacht auf? Ich stehe hier für die Philister und ihr steht für Saul. Wählt einen von euch aus. Er soll zu mir herabkommen und mit mir kämpfen. Wenn er mich besiegt und tötet, werden wir eure Sklaven. Wenn aber ich siege und ihn töte, müsst ihr unsere Sklaven werden. Und dann schrie er: Habt ihr gehört? Ich fordere das ganze Heer Israels heraus. Schickt mir einen Mann, damit wir miteinander kämpfen. Als Saul und die Männer Israels die Philister so reden hörten, erschraken sie und hatten große Angst. 40 Tage lang trat Goliath morgens und abends vor und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. 40 Tage lang. 40 Tage lang war einfach nur eine Lähmung zu spüren. 40 Tage lang herrschte Krieg zwischen Israel und den Philistern. 40 Tage lang waren alle wehrfähigen Männer, das heißt die halbwegs noch laufen konnten, in diesem Tal versammelt und mussten sich dort aufstellen. 40 Tage lang lag die Ernte brach. 40 Tage lang konnte keiner mehr arbeiten zu Hause. Das blieb alles liegen oder an den Frauen und Mägden zu Hause hängen oder an den alten Leuten und den Kindern. Das war so richtig der Lockdown schlechthin. 40 Tage lang. 40 Tage lang steht das Leben still. 40 Tage lang wird man auch noch versorgt von zu Hause, denn die Israeliten hatten keine Suppenküche da, hatten niemanden, der sie sonst versorgt. Das wurde von zu Hause hergebracht. Man musste also von zu Hause auch noch dafür sorgen, dass die Männer, die sowieso nicht arbeiteten, sondern dort da rumstanden und vor Angst schlotterten, dass die auch was zu beißen haben. 40 Tage lang. 40 Tage lang Angst. 40 Tage lang Lähmung. Angst vor Konfrontation.
Angst vor dem Moment, dass zwei Welten aufeinanderprallen. Angst davor, als Schwächling dazustehen. Angst davor, zu verlieren. 40 Tage. Und die Nerven liegen blank. Und das merkt man in dieser Geschichte. Etwas später kommt nämlich David, der seine Brüder versorgen soll, und die jagen ihn weg. Sagen, was machst du hier? Willst du dir endlich mal Krieg angucken? Ne? Geh nach Hause, da hast du was zu tun. Da liegen die Nerven blank bis aufs geht nicht mehr. Angst. Diese Riesen, die lähmen. Diese Riesen in unserem Leben, die lähmen uns zutiefst. Die sorgen dafür, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Dass ich bewegungslos dastehe. Das Einzige, was sich bewegt, sind meine Zähne und meine Knie. Weil sie schlottern vor Angst. Angst ist dauerhafter. Angst ist das, was mich abends am Einschlafen hindert. Die Sorge, die mich umtreibt, Tag für Tag und Tag, Nacht für Nacht. Abends der letzte Gedanke und morgens der erste. Und wenn ich in der Nacht aufwache, ist es mittendrin auch noch der Gedanke, der mich irgendwie umtreibt. Und ich mich frage, wo und wie soll ich das bewältigen? Diese Angst, die sorgt dafür, dass meine Freude Stück für Stück aus meinem Körper gesogen wird und ich ausblute und traurig aufstehe. Und da steht sie. Dieser Riese steht da, 3 Meter groß, eine Maschine von Mann in Muskeln und in Bronze gepackt, eine Tötungsmaschine, die da in diesem Tal steht. Und ganz ehrlich, wer soll denn bitte was dagegen ausrichten? Gegen so einen Riesen. Fällt euch etwas auf in dieser Geschichte? Der eine oder andere wird sie wahrscheinlich schon häufiger gelesen haben. Wenn wir diese Riesen betrachten in unserem Leben, da denken wir immer, wir können nichts dagegen tun, wir müssen den irgendwie anpacken. Irgendwie müssen wir so schlau sein, irgendwie müssen wir doch da dran kommen, irgendwie müssen wir das überstehen. Und sei es, dass wir weglaufen. Aber tatsächlich macht beim Anschauen dieser Geschichte eine Sache doch sehr stutzig. Warum greifen die Philister nicht an? Hallo? Ich denke, das ist so die Übermacht, die da kommt. Warum kommt denn bitte der 3 Meter große Typ nicht und geht einmal durch die Menge der Israeliten hindurch und macht sie alle platt und die anderen hinten machen so den Rest? Warum nicht? Er gebärdet sich siegessicher, aber er siegt nicht. Wir kämpfen manchmal gegen Scheinriesen. Das war ein schönes Beispiel, was du vorhin genannt hast. Wir kämpfen manchmal gegen die Riesen, die aus der Ferne furchtbar groß aussehen und je näher man kommt, merkt man, der wird immer kleiner. Wie reagieren wir jetzt darauf? Ich glaube, wir reagieren wie die hier. Wir machen manchmal so Ausfälle. Die Israeliten haben das ja gemacht, die haben hin und her gepöbelt, das machte man damals so. Und man warf so ein paar Steine auf das andere Ufer, damit irgendwie die etwas abbekommen. Man hat sie beschimpft, die Gegner. Vielleicht hat man das auch zu Hause gemacht. Die Israeliten, die verlegen sich auf so kleine Nebenkriegsschauplätze. Die Brüder von David, die schicken ihn weg und sagen, hier, geh doch endlich nach Hause. Da bist du richtig, du bist hier nicht richtig. Du willst dich nur ergötzen an unserem Leid hier. Man flieht. Man flieht an seinen Schreibtisch. Und hin zu der vielen Arbeit. Man geht vielleicht sogar in die Kneipe. Oder man betäubt sich mit anderen Dingen. In der Corona-Zeit ist eine Sache sehr am Boomen gewesen, die Unterhaltungsindustrie. Die Leute wussten nichts mehr mit sich anzufangen. Was haben sie gemacht? Sie haben ein Netflix-Abo abgeschlossen. Oder flüchtet man in eine heimliche Liebschaft?
Und sei es nur am PC. Ich möchte mit euch reinschauen, was das Grundlegende ist, wenn man mit Riesen umgeht. Und zwar weiter in den Versen ab Vers 40. Er nahm seinen Hirtenstock, der David. Dann legte er alles ab und nahm seinen Hirtenstock. In dem Bachbett suchte er 5 glatte Kieselsteine und steckte sie in seine Hirtentasche. Und in der Hand hielt er seine Schleuder. So ging er dem Philister entgegen. Auch Goliath drückte vor, sein Schildträger ging vor ihm her. Als er nah genug war, sah er, wer ihm da entgegenkam. Ein Halbwüchsiger, kräftig und schön. Er war voller Verachtung für ihn und rief ihm zu: Was willst denn du mit deinem Stock? Bin ich vielleicht ein Hund? Da rief er den Zorn seiner Götter auf David hinab. Komm nur her, spottete er, dein Fleisch will ich den Geiern und den Raubtieren zum Fressen geben. Doch David antwortete: Du trittst gegen mich an mit Säbel, Spieß und Schwert. Ich aber komme mit dem Beistand des Herrn, des Herrschers der Welt, des Gottes, dem das Heer Israel folgt und dem du verhöhnt hast. Er wird dich heute in meine Hand geben. Ich werde dich töten und dir deinen Kopf abschlagen. Und die Leiche den übrigen Philistern werde ich den Vögeln und den Raubtieren zu fressen geben. Dann wird die ganze Welt erkennen, dass das Volk Gottes, das Volk Israel, einen Gott hat, der es beschützt. Auch die hier versammelten Israeliten sollen es sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer braucht, um sein Volk zu retten. Denn der Herr bestimmt den Ausgang des Krieges und wird euch Philister in die Hand geben. Goliath ging vorwärts und kam auf David zu. David lief ihm entgegen, griff in seine Hirtentasche, holte einen Stein heraus, schleuderte ihn und traf den Philister am Kopf. Der Stein durchschlug die Stirn und Goliath stürzte vorne rüber zu Boden. Ohne Schwert, nur mit der Schleuder und einem Stein hatte David ihn besiegt und getötet. Er lief zu dem Gestützen hin, zog dessen Schwert aus der Scheide und schlug ihn den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, liefen sie davon. Und die Männer von Israel und Juda aber stimmten das Kriegsgeschrei an und verfolgten sie bis nach Gath und bis vor die Stadttore von Ekron. Was treibt David an, mit so einem Riesen den Kampf aufzunehmen? Es ist ganz spannend. Der David versucht herauszufinden, als er sich darüber empört, wie ein Goliath das Volk verhöhnen kann, wie er Gott verhöhnen kann. Da fragt er: Ey, wie kann das sein? Was wird demjenigen gegeben, der den besiegt? Und die Aussage ist: Er bekommt 3 Dinge: Steuererleichterung für seine Familie, die Königstochter und damit Macht und Geld. Lohnt sich das dafür, in den Kampf zu ziehen? Lohnt es sich für Sex, Macht und Geld in den Kampf zu ziehen? Ich glaube nicht. Und deswegen geht David auch nicht deswegen dahin. Er geht zu Saul und sagt: Ich gehe, weil der verhöhnt mein Volk. Der verhöhnt Gott. Deswegen da gehe ich dahin, weil Gott ist mir das Allerwichtigste überhaupt in meinem Leben. Und deswegen bin ich hier. Und deswegen lehnt er auch alle Waffen ab, die er so bekommt vom Saul. Saul gibt ihm seine ganze Rüstung. Er sagt: Hier hast du ein Schwert, hier hast du einen Panzer. Und er versucht damit zu laufen und merkt: Okay, das funktioniert nicht. Und manchmal ist es bei uns auch so: Wir suchen uns Ratschläge, wir suchen uns Bücher, wir suchen uns Seminare, um irgendwelche Riesen zu besiegen und merken, wir können damit nicht gehen. Weil uns eins fehlt: die Sicht auf Gott. Er sagt: Ich kämpfe nicht mit diesen Waffen. Gott kämpft nicht mit Schwert gegen Schwert. Gott kämpft auf seine Art und Weise. Und das ist etwas, was wir nur erleben, wenn wir das ausprobieren. Gott kämpft auf seine Art und Weise. Und das hat David geübt. Zu Hause. Mit dieser Schleuder. Gegen Bären und gegen Löwen. Und deswegen kniet er hin.
Und das finde ich so schön in diesem Text. Der kniet sich hin und holt die Steine aus dem Bachbett. Demütig auf die Knie zu gehen, ist das allererste, was uns hier begegnet. Die Frage der Sicht auf die Probleme ist entscheidend. Wenn man sich den gesamten Text hier anschaut, wie viel beschäftigt sich David mit Goliath? Er nennt ihn zweimal. Wie häufig nennt aber David Gott und seine Macht? Fünfmal. Was reitet David, das Problem so wenig ernst zu nehmen? Wie wahrscheinlich ist es in deinem Leben, dass du dreimal mehr an Gottes Macht denkst, als an das Problem, was vor dir steht? Sehen wir unsere Probleme vor allen Dingen im Bereich der Konflikte, der Kommunikation, der Sachebene und der Beziehung? Oder sehen wir sie auch auf geistliche Art und Weise? Dieser Philister ist nicht nur eine Bedrohung auf militärische Art und Weise. Dieser Philister hat eine geistliche Dimension. Und jedes Problem in unserem Leben hat eine geistliche Dimension. Es hat immer etwas zu tun mit unserer Identität, unserem Glauben. Und Gott sagt dir in 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Diesen Vers, den bekommt Timotheus, einer, der genau weiß, was es heißt, mit Riesen umzugehen, der keinen Respekt hatte bei seinen Gemeindemitgliedern als Pastor, ihm fehlte die Reputation und er wurde sogar daran krank. Und Paulus sagt ihm, ey, Gottes Geist begegnet den Riesen und zwar mit seiner Kraft, mit seiner Liebe und mit dem Wissen, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes. Und das ist es, worum es geht, sich nämlich demütig hinzusetzen und zu sagen, in diese Richtung soll es gehen. David kniet sich hin und ist demütig und sagt, hier stehe ich und ich gehe jetzt darauf zu, Gott, um deinetwillen, weil ich dein Kind bin, weil ich für dich eintrete. Bis dahin war es ein Kampf zwischen dem brutalen Goliath und dem Saul, diesem sorgenvollen, harren Saul. Und dann ist es der Moment für die Zeitenwende. Die Akte der Hoffnung ist dreimal größer als der Goliath, der vor uns steht. Und es ist so leicht, dass wir das aus den Augen verlieren. Und gerade wenn du an Corona denkst, gerade wenn du an die Probleme deiner nächsten Woche denkst, dann führe dir das zu Auge. Die Akte von Gott ist dreimal dicker als der Riese, der vor deiner Tür steht. Welche Ängste hast du? Ist es Corona? Dann sagt Gott dir, ey, es gibt Corona, aber es gibt nichts und niemanden, der dich aus meiner Hand reißen kann. Vielleicht kannst du deine eigenen Fehler und die Fehler anderen schlecht ertragen. Dann sagt Gott dir, ich habe dir einen Geist der Liebe gegeben und einen Geist der Vergebung in dir bewirkt und in anderen. Diese Hoffnung ist größer als alles andere. Vielleicht siehst du die Ungerechtigkeit in dieser Welt und ärgerst dich zu Recht darüber und möchtest am liebsten aufstehen, dann tu das, aber bitte im Zorn Gottes und seiner Gerechtigkeit. Sei nicht das Meerschweinchen, sei der Löwe, der mit einem Selbstverständnis kommt, dass er zum größten aller Götter, zu Gott selber gehört. Und der dir sagt, hey, mit mir kannst du den Riesen begegnen. Und David läuft los, alleine. Und vielleicht wirst du zum Vorbild für andere. Vielleicht wirst du zu demjenigen, der sagt, ey, ich zieh die anderen mit. David ist der Erste. Fürchte dich nicht davor, der Erste zu sein, sondern werde ein Vorbild für alle anderen in deiner Gemeinde, in deinem Umfeld, wo auch immer du stehst. Deine Mitkämpfer, die kommen schon hinterher. Sei mutig und kämpfe den guten Kampf des Glaubens.
kämpfe für das Reich Gottes hier in Freiburg, weil das eure Aufgabe ist, in der Kraft des Heiligen Geistes zu kämpfen. Sei kein Meerschweinchen, sei der Löwe.